So, zurück. Jetzt habe ich auf beschäftigt gedrückt, damit man mich nicht mehr anruft oder ich es nicht höre. So. Also gehen wir wieder runter. Musste leider das Spiel ein bisschen beenden. Also ich wollte es natürlich eher so kurz Pause machen und so und telefonieren. So, was haben wir hier? Ja, leider nichts Scheißes. Kiementrank, der macht, dass wir unter Wasser atmen können. So, geht schon viel schneller mit dem Abbauen. Mit der Leadspitzhacke. Schon eine viel größere Herausforderung mit dem Leveled Mob am Anfang. Das merke ich jetzt gerade sehr deutlich. Hier ist ein bisschen Smaragd, die fast übersehen. Ah, Topos, genau, ja, Smaragd sind die grünen. Sind Topos, ja. So. Statuspunkt. Wir haben gesagt, wir machen auf Defensive. Fast nichts wegen den Ding in der Schrift. So, was haben wir? Gut. Da oben ist ein bisschen blaues Gras. Höhlengras. Da ist ein bisschen Gold. Ja, es gibt noch mehr, also es gibt ja auch Kupfer und Eisen und so, aber das ist jetzt in dieser Welt nicht. Es wird immer entweder die neuen Erze oder die alten Erze generiert. Zu den neuen gehören eben diese 10 Tungsten.
Blei. Solche Sachen. Oh, sehe ich da. Eine große Goldader und ein Herzkondens. Also jetzt haben wir 3 Herzen und jetzt haben wir 4 Herzen. Juhu. Und Level tut mir auch gut mit dem Gold. Sehr schön. Also der Mod ist richtig prima. Motiviert schon sehr, wenn man so ein Level-Up von Ärzten bekommt. Da braucht man sehr gerne noch die restlichen Ärzte hier ab. Man wird ja daraus stärker. Das Ding lasse ich dort oben. Kein Bock. Und das Tungsten nehme ich mit. Noch ein Herz. Oh, ich hab keine Fackeln mehr. Also gehen wir mal in eine andere Welt. Und schauen dort, was es für Sachen gibt. Welt erschaffen, klein, Welt 3. Leicht. Ich mache meistens kleine Welten, weil dann sind die Sachen ein bisschen dichter ineinander. Einfach die große Welt zum Bauen. Oder mehrere große Welten. Also Holz brauchen wir. Was liegt das eigentlich, dass es manchmal Bling macht? Wisst ihr das? Penguin! So. Nächste. Bam. Noch den großen hier. Dann reicht es ja schon. Oh, sorry, Penguin. Tut mir leid. Schnell, genau. Deswegen sind wir schnell. Hä? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Habe ich irgendwo unsichtbare Items? Sind die nicht gerade schnell gewesen? Also wieso kam dieses Schnelligkeitsgeräusch? Es ist ein bisschen verbuggt, weil ich das geupdatet habe.
Oder ist es ein neues Future? Scheiße. Geschenk. Grüne Candyblöcke. Und eine Wüste. Und eine Corruption. Toll. Also gehen wir wieder raus. Und gehen wieder zum Let's Play. Wait. Und die Let's Play. Wait. So. Gut, haben wir Sachen zum Lagern, aber zuerst gehen wir mal in den Ofen. Da machen wir uns jetzt Zinnbahn. Liedbahn. Tungstenbahn. Und Goldbahn. So. Und ja, das war's. Eigentlich müsste jetzt hier irgendwo jemand einziehen, weil ja, ist geil. Eisenerz. Pilze müssen wir. So. Hier eine Kiste. Dann machen wir hier die Tränke. Ja. Dann einfach mal. Sachen, wir sortieren dann später mal. So. Gehen in die Eiszone, das ist Schneebiom. Wie kommt sie? Da. Geschenke sammeln. So. Na?
Was kommt hier? Die Karte ist auch ein bisschen verbuggt, ist alles schwarz. Zerstöre ich 20 mal. Okay, jetzt haben wir hier sowieso keine Chancen mehr. Hier ist nämlich die Crimson. Das kriegt ein paar zur Corruption. Ja, 82 Schaden machen die im Leveled Mod und das ist zu viel für mein weniges Leben. Ja. Wahrscheinlich sind die Voraussetzungen einfach noch nicht erfüllt, dass kein neue Bewohner kommt. Ja, gehen wir wieder auf die andere Map. Dann haben wir wieder da. Können ja schnell switchen. Ja, jetzt haben wir nach links. Ein Dreizack, ein Speer, normal ein Speer. Die ist viel besser. Gut. Noch eine Kiste. Noch eine Kiste. Das ist das gleiche. 2 Def. Nahkampftempo. Da ist eine Falle, die macht sehr viel Schaden. Da muss man aufpassen. Und die nimmt man am besten auch mit, die Druckplatte. Da kann man sehr viel tricksen. Verteidigung machen und so. Das werdet ihr alles noch sehen in meinem Let's Play. Ich werde so viel zeigen wie möglich. Terraria liebe ich einfach und möchte es immer Let's Playen können. Ich werde tausende Parts machen, wenn ich will. Und wenn ihr wollt. Wenn wir wollen.
dem kann man auch ein Haus bauen, ein Kaktus. Oh, der Dschungel. Nicht gut. Ja. Gehen wir also nochmals und dann wieder nach rechts, aber jetzt diesmal nicht in die Höhle hinein. Ah, wir waren gar nicht da in der Höhle. Mal schauen. Schneebiom ist hier wieder. Schön im Eiswasser tauchen, sehr gesund. Und war hier auch die Crimson, weiß jetzt gar nicht mehr. Sonst machen wir halt nochmal so eine Name. Gut. Ich gehe mal hier runter. Das war's. Na, ist nicht so viel hier. Ah, die Corruption war hier, genau. Ich überlebe es. Diese Stein kann man noch nicht abbauen. Erst dann mit einer Goldspitzhacke. Und die Wiese geht weiter. Boah, die machen auch wieder so Fische an. So, Ameisen können, Ameisen leben. Ja, hau ab. Schrottding. Ich
der Dungeon. Darf man eigentlich nicht rein? Ich gehe einfach mal rein. Nehme ein paar Sachen mit. Diese Lichtschalter sind auch sehr wertvoll. Braucht zwar nicht jeder, aber ich brauche es. Was können wir weglegen? Den Schneeblock. Ja. Tot. Jo. Und? Nicht schlecht, Firefish an. Aber das wollte ich provozieren. Okay, dann beenden ich hiermit die Folge. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession wieder. Dankeschön fürs Zuschauen und lasst doch bitte ein Like und einen Kommentar da, damit ich ein bisschen Gesellschaft habe. Danke, tschüss.